Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu C Sharp. Ja, dieses Mal geht es um mehrdimensionale Arrays. Ich kann das Wort schon nicht aussprechen und genauso ist das Thema ungefähr. Ziemlich trocken und wir sind damals, als wir es frisch gelernt haben, auch ungefähr an der Stelle ausgestiegen. Aber ich bitte euch einfach aufzupassen und vielleicht das Video zwei, dreimal zu gucken, bis ihr es dann verstanden habt. Ihr braucht es nicht unbedingt immer, aber es ist relativ nützlich, wenn man es kann und manchmal braucht man es halt tatsächlich. Gut, zunächst einmal mehrdimensionale Arrays für die, die Matrizen kennen oder eine Matrix im Singular. Das ist genau das. Wenn ihr zwei Dimensionen habt, wenn ihr drei Dimensionen habt, könnt ihr es schon nicht mehr auf dem Papier zeichnen. Jedenfalls nicht so ohne weiteres. Und man schreibt das Ganze einfach mit einem Komma. Also das heißt, ich packe jetzt hier in die Definition von meinem Array ein Komma rein. Und ja, dann habe ich hier hinten natürlich ein Problem, denn das Ding ist nur für eine Dimension ausgelegt und nicht für zwei. Deswegen schreibe ich jetzt hier einfach mal 3, sagen wir 3,2. Und das ist ein relativ kleines, kuscheliges Array. Das sind insgesamt sechs Variablen, die hier drin stehen, nämlich 3 mal 2. Und ihr könnt euch das so vorstellen, ich zeige es euch am besten mal, wenn ich das hinschreibe. Geschweifte Klammer auf und geschweifte Klammer zu, so definiert man das Ding wie immer eigentlich. So. Und jetzt haben wir sozusagen ein Array in dem Array drin. Okay? Gut. Das bedeutet, wir wollen jetzt hier drauf zugreifen und hier einen Wert reinschreiben. Das Ganze ist aber wiederum ein Array, was wir hier reinschreiben wollen. Und das Ganze gibt es auch dreimal. Das heißt, wir haben hier drei weitere Arrays in unserem Array drin. So, das bedeutet diese erste drei. Das heißt, das hier außen sagt mir einfach nur, okay, ich habe eine Menge an Zahlen. Und dann kommen wir hier rein und sagen, okay, drei Zeilen im Prinzip, deswegen schreibe ich die jetzt mal untereinander. Also ich hätte gerne drei Zeilen, das ist die erste Zahl. Und danach hätte ich gerne in jeder Zeile zwei Werte drinstehen. Das heißt, hier hätte ich gerne eine 1 und eine 42. Und dann hätte ich ganz gerne hier eine 5 und eine 1000, 1337, kennt ja jeder. Und dann hätte ich hier noch ganz gerne 10 und 0. So. Und jetzt habe ich das Array komplett initialisiert, sozusagen. Das bedeutet im Prinzip nichts anderes als, wir haben sechs Zahlen, die sind geordnet in Zeilen, nämlich drei Zeilen und je Zeile haben wir zwei Werte. So könnt ihr euch das Ganze vorstellen. Jetzt der Zugriff ist ja auch nicht so intuitiv. Ich mache das einfach mal mit einer Ausgabe über die Konsole, console.writeline. Und ja, das macht man, indem man sagt, okay, mehrere Zahlen und dann nehmen wir wieder diese Array-Zugriffsklammern hier und sagen, ich hätte gerne in der zweiten Zeile den ersten Wert. Also es fängt auch wieder bei 0 an. Also in dem Fall greifen wir auf 2, 1 drauf zu. Das heißt, 0 ist das hier, die nullte Zeile, erste Zeile, zweite Zeile. Das heißt, wir kriegen diese Zeile hier geliefert, das ist das erste, diese 2. Und davon hätten wir gerne den ersten Wert. Also das ist der nullte Wert, das ist der erste Wert. Das heißt, wir kriegen diesen 0 zurück. Und wenn ich das jetzt starte, sehen wir, wow, ich hatte recht, wir kriegen die 0 zurück. Und ja, genau so macht man das. So kann man darauf zugreifen und es ist ein bisschen umständlich, klar, aber damit kann man halt super eine Matrix oder sowas machen. Also wenn ihr irgendwas Mathematisches programmieren wollt oder aber auch wenn ihr irgendwelche computergrafischen Sachen oder sonst irgendwas macht oder man braucht es einfach relativ häufig. Leider geht halt nicht anders. Aber am Anfang ist es ganz nett, damit rumzuprobieren, aber man beschränkt sich doch eher meistens auf die normalen Arrays. Genau, so, wenn ich jetzt diese ganzen Zahlen hier dynamisch zuweisen möchte, also zum Beispiel alle um 1 vergrößern oder sowas, dann brauche ich zwei Vorschleifen und das bedeutet schon wieder, ich muss sie schachteln. Das heißt, for int i gleich 0, i kleiner und jetzt wird es knifflig, mehrere Zahlen, Punkt und dann habe ich hier dieses Count. Beziehungsweise ich habe es nicht mehr, das ist nämlich das Problem. Dieses Count, was wir vorhin benutzt haben, das gibt es leider nicht mehr. Aber es gibt eine Length. Und diese Length, die möchte ich euch zeigen erstmal. Lasst mich das mal kurz nochmal rausmachen hier.
console.writeline. Wenn ihr irgendwas nicht wisst, dann einfach eine Konsolenausgabe und dann mal gucken, was da drin steht. Das heißt, wir haben hier mehrere Zahlen. Length. So, wenn ich das starte, dann sehen wir, aha, wir kriegen die insgesamte Anzahl an Zahlen da drin, sprich 6 Stück. Aber woher wissen wir jetzt, welche Dimension wir haben? Das funktioniert so leider nicht ganz. Dazu brauchen wir was anderes, nämlich die getLength-Methode. Und das ist eine Methode. Was Methoden sind, erkläre ich euch mal anders. Diese getLength-Methode nimmt erstmal hier noch Parameter. Und Parameter sind Sachen, die ihr da übergeben könnt. Erkläre ich euch auch mal anders. Genau. Wir haben hier zwei Dimensionen. Und das müssen wir hier angeben, nämlich die nullte und die erste Dimension. Die nullte Dimension ist das hier und die erste Dimension ist das hier. Sprich, wenn wir hier sagen, wir wollen die Länge dieses Arrays in der nullten Dimension, dann kriegen wir, Achtung, 3 raus, also die erste Zahl. Und wenn wir es in der ersten Dimension haben wollen, dann kriegen wir 2 raus. Das heißt, wir müssen hier über diese komische getLength-Methode gehen, von der wir noch nicht wissen, was das überhaupt ist, was ich euch aber bald sagen oder zeigen werde. Methoden ist, glaube ich, sogar tatsächlich nächstes Video geplant. Genau, so, also sagen wir erstmal, okay, wir wollen das Äußere durchlaufen, also wir wollen hier erstmal alle Zeilen durchlaufen. Also gehen wir mit 3 durch und sagen i++. Und jetzt sollte Visual Studio nicht so intelligent sein und mir bitte hier einfach das auf der Höhe lassen. Ich meine natürlich hier oben die Dimension 0, also da kommt dann die Zahl 3 raus. Ihr könnt auch einfach hier eine fixe 3 eintragen, wenn ihr es nicht mehr ändern wollt. Und dann kopiere ich das hier einfach mal. Denn wir wollen ja auch noch innen drin durchlaufen. Sprich, mit der äußeren laufen wir jetzt erstmal durch alle Zeilen durch und mit der inneren laufen wir dann in jeder Zeile durch diese zwei Zeilen durch. Ihr könnt euch vorstellen, wenn hier irgendwie 100,100 steht, dass das ziemlich aufwendig wird. Und wir müssen jetzt hier aufpassen, denn wir haben i schon definiert. Das heißt, wir dürfen hier nicht nochmal ein i schreiben, denn sonst weiß der PC oder das Programm nicht mehr, wo jetzt welches i gemeint ist. Deswegen sagen wir hier j. Hier müssen wir auch j sagen und hier auch. Und Achtung, hier müssen wir die erste Dimension angeben, sprich das hintere, diese 2 steht hier quasi drin. Gut. Und jetzt können wir da tatsächlich durchlaufen, indem wir sagen, okay, wir wollen mehrere Zahlen an der Stelle, Achtung, i ist außen, ist die Zeile, Komma und dann die innere, also die die j-te Zahl in der i-ten Zeile, wollen wir plus gleich, keine Ahnung, 5 machen. Und so können wir das dann auch hinkriegen. Und dann kopiere ich das. Ne, wobei, dann können wir es eigentlich auch hier reinschreiben. Console.writeline. Ups. Und geben jetzt hier mehrere Zahlen an der Stelle i, j aus. So. Und wenn ich das jetzt starte, dann kriegen wir überall erstmal 1 drauf addiert. Und wir gehen, wenn wir hier reingehen, das Array, fangen wir an. Okay, new in 3,2. Geschweifte Klammer auf. Okay, 1. So, das ist die erste Zahl, weil wir ja hier mit der Zeile anfangen und in dieser Zeile, wir haben dann die erste oder die nullte Zeile im Prinzip und in dieser nullten Zeile fangen wir links an und gehen nach rechts durch. Das heißt, wir gehen erst auf die 1 und dann auf die 42, was plus 5 drauf addiert, 6 und 47 ist. Dann gehen wir mit der äußeren Schleife, sind wir dann fertig und gehen in den nächsten Durchgang von der äußeren Schleife. Sprich, wir kriegen dann 5 plus 5 sind 10 und 1337 plus 5 sind 1342. Und dann sind wir wieder mit der inneren Schleife fertig und gehen das letzte Mal in die äußere Schleife, nämlich für die letzte Zeile 10 und 0, was mit 5 drauf addiert 15 und 5 ergibt. Und sind dann fertig mit der inneren Schleife und dadurch auch mit der äußeren Schleife. Und deswegen kommen wir zu diesem Console.ReadKey. Okay, ich hoffe, ihr konntet das jetzt nachvollziehen. Ich kann verstehen, wenn ihr es nicht ganz könnt. Aber schaut euch vielleicht das Video einfach nochmal an und probiert ein bisschen damit rum.
Ganz diffus wird es, wenn man hier vorne jetzt noch ein Komma einfügt. Upsala, ich habe den Code noch laufen, ich weiß. Noch ein Komma einfügt und dann hier hinten noch eine Dimension angibt, dann wird es echt schon schwierig. Denn dann habt ihr innerhalb dieser, also diese, jede einzelne Wert davon ist dann nochmal so eine Klammer und ja, wird dann immer komplizierter. Lässt sich eigentlich fast nur noch mit Vorschleifen machen. Deswegen bei zwei Dimensionen hört es dann schon eigentlich auf und probiert einfach ein bisschen damit rum. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.